Ich hab da so einen Stab im Gesicht. Was wird denn das? Puh, das wird ja immer kälter, ey. Bin jetzt auf jeden Fall unterwegs, wie ich hier gesehen habe. Oh, ich schaue jetzt, dass ich zur S-Bahn komme. Und dann geht's zum Green Market in Neukölln, ist der. Puh, kalt, ab in die warme S-Bahn. Wie ihr sehen könnt, bin ich in Neukölln angekommen. Erstmal natürlich voll verlaufen. Teil in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, ich find's. Ich dachte eigentlich, ich kenne mich aus, aber ich war, glaube ich, auch schon seit 2 Jahren nicht mehr in Neukölln. Mal gucken, ich find's schon. So, ich denke, ich hab's gefunden. Sieht nicht schön von außen aus, aber egal. Hauptsache schön von innen. Ich warte jetzt noch auf Robert und dann gehen wir rein. Ab ins Warme. Wir sind jetzt im Green Market. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Es ist hier verdammt dunkel. Leider kann ich kein Licht zaubern. Und Spots mitzunehmen, ne? Los, Softboxen wäre ein bisschen zu anstrengend gewesen. Jetzt geht's in die VIP-Lounge. Aber Robert war natürlich neugierig und musste gleich mal, probier mal, das Goodie-Pack auspacken. Das Lebkuchen bestimmt. Auch wenn. Und schmeckt's, Robert? Ja, ist fruchtig, schmeckt ein bisschen nach Lebkuchen, aber ist halt gut. Ja. Das hier ist Chris. Chris Anthony, ne? Hi. Ja. Ente haben wir schon. Die Ente? Die Ente. Nee. Die Ente. Die Ente. Die Ente. Das kann er sich ja merken. Prost, Jungs. Hui, das hat jetzt aber gespritzt. Da war jemand aber da kann man reinstecken. Guck mal, das ist so ein Kokos, also mega. War doch gerade noch voll. Sorry. Was hat denn der Robert da Leckeres? Ein Schokolade Peanut Butter. Kaum ist der Strom an, kommen die Kamerafuzis. Ja, jetzt sieht man wenigstens wieder was. Das stimmt. Casey Neistat Style. Bye bye. So, Jungs. Schön war's? Ja. War schön. Bis zum nächsten Mal. Würde ich sagen. Komm her. Stefan, gut. Mach's gut, ne? Ah. Großer. Mach's gut. Man sieht sich. Wir sehen uns. Chris Anthony, Robert Löchelt. Mach's gut. Mach's gut. Bis nächstes Mal. Und ich guck jetzt mal, dass ich meine S-Bahn finde. Dass ich mich nicht wieder verlaufe. Das war auf jeden Fall cool. Die hatten auch ein Riesenproblem da auf dem Green Market. Der Strom ist ausgefallen. Deswegen war es erstmal dunkel, aber ich hoffe, die Bildqualität ist einigermaßen vernünftig. Wen es interessiert, das Sternchen hier, Angora Rollberg, das war der Green Market. Hier bin ich. Ich muss jetzt hier zu Rathaus Neukölln, zu der S-Bahn-Station. Und das hier, die Pokémon-Spieler werden es kennen, mein Nebulak. Ich bin jetzt fast zu Hause. Wie ihr sehen könnt, sieht man nichts. Das ist echt ganz schön düster hier. Ich gehe jetzt nach Hause, chill noch ein bisschen, werde gleich euch nochmal zeigen, was ich vom Green Market geschenkt bekommen habe und was ich ganz vergessen habe. Heute Abend geht's noch zu Kaufland. Und was mir gerade noch einfällt, während ich mit der Bahn gefahren bin, haben mich 2 Obdachlose angesprochen. Also insgesamt 2 Obdachlose waren das, wegen der kleinen Spende. Und ich finde es echt, ehrlich gesagt, wirklich traurig. Sehr, sehr traurig, dass so gut wie kaum einer spendet. Und jeder in diesen Waggons, in dem Zug, spendet 10 bis 20 Cent, kann der Obdachlose sich locker eine Unterkunft leisten. Und
es sind halt wirklich, man sieht ja auch diesen Unterschied. Es sind Leute, die sind einfach geistig und körperlich nicht mehr fähig zu arbeiten. Es sind keine faulen Leute oder so. Denen geht's einfach nicht gut, denen geht's dreckig. Und es tut keinem weh, 10, 20 Cent zu spenden. Und das musste ich jetzt einfach mal gesagt haben, weil es ist echt traurig. Ich meine, ich habe momentan jetzt finanziell, stehe ich jetzt auch nicht so da, wo dass ich mit dem Geld um mich schmeißen kann. Aber diese paar Euro, so selten wie ich Bahn fahre, kann ich ausgeben. Und dann könnt ihr auch jedes Mal 10 oder 20 Cent, wenn wirklich ein Obdachloser, der wirklich seriös wirkt und so weiter. Und die, man merkt auch den Unterschied. Könnt ihr gerne, echt, oder würde ich, also erwarte ich eigentlich, dass ihr 10, 20 Cent mindestens denen gebt. Es tut mir leid, dass ich mich gerade auskotzen musste bei euch und mal ein ernstes Wort reden musste, aber ich finde einfach, es ist doch menschlich, es ist kalt draußen, es ist schweinekalt draußen, deswegen bitte ich euch, ich appelliere an eure Vernunft, an eure Menschlichkeit, bevor ihr irgendwie das Geld für irgendeinen Mist ausgibt, dann trinkt ihr halt mal einen Cocktail weniger, aber dafür habt ihr vielleicht 4, 5 Menschenleben glücklicher gemacht, zumindest wenn es nur 1, 2 Nächte sind, aber auf einen Cocktail kann man verzichten, um 4, 5 Menschenleben glücklicher zu machen. Und die Masse, zusammen sind wir stark. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum normalen Thema. Ich habe ja von Green Market eine neue Tasche bekommen. Das letzte Jahr war sie so ein bisschen orangelicht, diesmal habe ich wieder eine bekommen. Und gucken wir mal, was alles so drin ist. Welt Vegan Magazin. Das habe ich gestern bekommen. Und jetzt habe ich auch noch das Welt-Vegan-Magazin. Schicken Aufkleber. Heftchen mit Rezepte, wenn ich das jetzt richtig sehe. Think Vegan Kochchef. Und, was Robert ja schon ausgepackt hat, Heart of Gold. Das sieht ja echt, das sieht ja mal voll nobel aus. Gleich mal aufmachen. Mal reingucken. Muss ich auch mal probieren. Ich bin ja eigentlich Organic, Raw, Vegan, Gluten-Free. Ich bin ja nicht so der rohe Riegel-Fan und auch diese Rhubarb, das ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Alter, was ist das? Eine Rhubarb Limited Edition. Das ist ja mal geil. Der Hammer. Jetzt geht's auf zu Kaufland. Na, Sonnenbrille, glaube ich, brauchen wir jetzt halt nicht, mein Schatz. Nur denn, jetzt sind wir im Kaufland. Mal gucken, was wir heute Schönes finden. Ah, oh, Simply V. Ja, ich habe sie gefunden. Avocado. Oh, Granatapfel. Mal den Stift ziehen und einmal Pflücksalat, Rucola, Potatos, dann nehme ich immer Bio in dem Fall, weil die kosten nicht die Welt. 1,85, 1,5 Kilo, 1,49. Einmal Bio-Karotten, sind zwar nur 5% Rabatt, aber 5% sind 5%. Kohlrabi, 57% Rabatt. Mangostücke sind bei mir Pflicht. Bärenmischung, da müsst ihr wirklich immer darauf achten, dass da kein Zucker drin ist. In manchen Firmen, also die hier sind definitiv ohne Zucker. Manche machen Zucker mit rein. Also Glucose steht da extra manchmal mit drauf oder so. Da müsst ihr höllisch aufpassen. Smoothies. Guck mal, was meine Tochter hier gefunden hat. Zuckerrohrmelasse. Das Zeug ist der absolute Wahnsinn. Pur kann man es nicht essen, aber ist sehr, sehr hochwertig. Und in Speisen, also so in süßen Speisen und so weiter, oder zum Frühstücksbrei schmeckt das richtig geil da drin. Die Tage gibt es noch Moussaka, weil wir noch so viel Grünkohl zu Hause haben. Deswegen nochmal eine Packung Tofu. Ah, ich könnte ausrasten. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was los ist. Wir tun jetzt einfach mal so, als wenn ich jetzt gerade vom Kaufland gekommen wäre. Es ist jetzt einige Tage später beim Schneiden des Videos, ist mir aufgefallen, der Ton fehlt. Das tut mir leid, deswegen nehme ich das jetzt nochmal auf und versuche nochmal so grob zusammenzufassen, was ich zum Schluss gelabert habe. Und zwar einmal hat es natürlich einen Vorteil, in der Green Market Tasche war noch so eine kleine Schokolade drin. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. So eine Zartbitterschokolade war aber trotzdem ganz lecker. Also ich bin jetzt nicht so der herbe Fan, aber war auch sehr lecker. Und dann habe ich Post von Lucky Vegan an dem Tag noch bekommen. 2 Boxen habe ich von ihnen geschenkt bekommen, muss ich sagen. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, jetzt kann ich es euch gleich einblenden, was da auch drinnen war. Hier die
Moment, so. So, die Bilder. Könnt ihr die euch mal angucken, was da so grob drinnen war. Auf Instagram werde ich es definitiv auch nochmal posten. Ja, und ansonsten wollte ich noch erwähnen, der Einkauf hat 87 Euro gekostet vom Kaufland. Das war dieses Mal so teuer, weil die Windeln dabei waren. Also die Windeln kosten 20 Euro. Also im Endeffekt umgerechnet waren es dann halt eben 67 Euro. Für die Menge finde ich das eigentlich ganz okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Das war's dann auch schon. Jetzt ist ja Weihnachten. Vor Weihnachten werden wir uns nicht mehr sehen. Deswegen wünsche ich euch alle ein frohes Fest. Wenn ich es schaffe, sehen wir uns noch vor dem neuen Jahr. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch allen einen guten Rutsch und ein schönes, neues, erfolgreiches Jahr 2017. Und dann bis zum nächsten Mal.